Ich bin bei SMF Pate oder ich bin auf sie gestoßen, weil ich eigentlich schon immer ehrenamtlich tätig war, aber irgendwann reichen deine eigenen Kapazitäten nicht und deswegen bin ich Pate bei SMF geworden, weil ein Chancenpate ist eine Chance und viele Chancenpaten sind eben viele Chancen. Und viele Chancen bedeuten eine bessere Zukunft für uns alle. Und was mache ich denn bei als Chancenpate so alles? Zum Beispiel, man sitzt abends um 9:30 auf seinem Sofa und plötzlich kriegt man eine WhatsApp mit einem ganz banalen, mit einem Elternbrief. Morgen geht's in Ausflug oder nächste Woche. Was brauchen die Kinder? Was steht da? Dann erklärt man den Leuten, übersetzt dieses Dokument und sagt, das Kind braucht solches, diese Sachen und jenes. Damit am nächsten Tag und alle Schüler einfach den gleichen Stand haben, wenn sie morgen zum Ausflug gehen. Aber es weitet sich aus, natürlich die einzelnen Kinder, die Hausaufgabenbetreuung. Und da ist es jetzt so weit, dass ich gar nicht mehr was alleine hinterherkomme und mich dann eben bei der SMF einfach Unterstützung suchen kann, man das ausweiten kann. Gerade in meiner Gruppe mit 14, 16 sind die Kinder ja dabei, die sprechen und sagen, ich habe einen Pate, der macht mit mir solche Dinge. Und dann kommen natürlich die Kinder und dann weißt du natürlich nicht, was mache ich. Ja, dann sagst du ja nicht zu den Kindern, nee, dem helfe ich aber dir nicht. Und irgendwann ist halt die Kapazitäten so weit erreicht, dass ich damit alleine nicht mehr klarkomme. Und deswegen mir einfach auch die Hilfe bei der SMF holen kann, weil meine Patenschaft oder meine Kinder sind begrenzt, aber die Kinder, die Hilfe brauchen, sind es eben nicht. Und solange es Elternbriefe und Schüler und Schulen geben wird und Familien aus sozial niedrigeren Bereichen oder Sprachbarrieren, solange müssen wir einfach weiterarbeiten, bis wir einfach alle auf dem gleichen Stand sind in dieser Gesellschaft, um gemeinsam zu funktionieren. Deswegen bin ich Pate.